kämpfe mich durch. Ey, das sieht ja schon fast aus. Jetzt kein Gegner, bitte. Ah, als wäre ich kurz vorm Ende. Komm, ein Level noch. Ein Leben noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel Scooby-Doo aus dem Jahr 1986. Publisher ist Elite Systems und programmiert hat das Spiel Gargoyle Games, allem voran Mike Webb. Die Musik stammt von Pete Clark und Mark Cooksey. Der hat ja ziemlich viele Spiele auf dem Commodore 64 vertont. Unter anderem fallen mir sofort ein Ghost and Goblins, Bombjack, Ikari Warrior oder Paperboy. Und das Besondere hier, alle diese Spiele habe ich euch schon im Rahmen der C64-Spielzeit gezeigt. Ich verlinke euch die Videos mal in den Shownotes, falls der ein oder andere die Spiele noch nicht gesehen hat. Last but not least stammt die Grafik von Greg Follis. Es handelt sich um ein Actionspiel, ein Plattformer, Joystick Import 2, Einspielerspiel und das Spiel ist wie so häufig in englischer Sprache, aber mit deutscher Anleitung. Ein Cover habe ich euch heute auch wieder mitgebracht und dieses Mal ist das Cover der Tape-Version, so wie es auch hier in Deutschland verkauft wurde. In großer Schrift oben der Name des Spiels Scooby-Doo. Versehen mit einem kleinen TM für Trademark. Bei diesem Spiel handelt es sich nämlich um ein Lizenzspiel und zwar von Hanna-Barbera Productions, die zu der Zeit die Rechte an der Serie hatten. Heute liegen die Rechte bei Warner Brothers, aber das nur am Rande. Hanna-Barbera ist auch verantwortlich für den Cartoon Familie Feuerstein, den ich als Kind so sehr geliebt habe. Ja, was sehen wir hier auf dem Cover? Eine Burg mit Wassergraben und ein Zugtor. Daran hängt ein Hund. Das ist Scooby-Doo. Sein Freund Shaggy scheint im Burgturm eingeschlossen zu sein und schreit am Fenster um Hilfe. Im Wasser Delfine, die ziemlich böse aussehen. Vielleicht sind es aber auch einfach nur Monster. Jedenfalls versuchen sie Scooby-Doo zu schnappen. Im Hintergrund dann Geister, Fledermäuse und Blitze. Also alles ziemlich mysteriös. Unten links dann noch ein Screenshot aus dem Spiel. Boah, ja, ziemlich gelb. Erinnert mich ein wenig an die Farbpalette des ZX Spectrum. Dazu dann noch später mehr. Unten rechts dann auch der Publisher Elite. Ja, auf der Rückseite des Spiels sind dann mehrere Screenshots zu sehen. Und ein Hinweis auf die innenliegende Anleitung in verschiedenen Sprachen. Besonderheit hier, eben schon gesagt, ausnahmsweise mal wieder eine in Deutsch. Elite hat das High-Price-Game veröffentlicht. 3 Jahre später kam es dann als Budget-Re-Release von Encore auf den Wühltisch. Kosten für dieses Tape damals etwa 39 D-Mark und die Floppy-Disk-Version hat 20 D-Mark mehr, also etwa 59 D-Mark gekostet. Und damit würde ich sagen, wir legen los. Load. Oh, ein richtig schön gepixelter Loading-Screen. Das Spiel, das lädt ziemlich fix in den Speicher des Commodore 64, denn auch hier werkelt wieder ein Novaload-Schnelllader. In Summe dauert es natürlich dann ein paar Minuten und die Wartezeit wird uns versüßt durch diesen tollen Loading-Screen. Mensch, der gefällt mir richtig gut. Im Prinzip ist das sehr schön und bunt gepixelte Cover des Spiels, wie ich es euch hier auf dem Tape eben gezeigt habe. Scooby-Doo hängt an der Zugbrücke zum Schloss, etwas vereinfacht dargestellt, das Fenster im Turm, denn auf dem Cover war dort ja der um Hilfe rufende Shaggy zu sehen. Oben dann der Copyright-Hinweis auf Hanna-Barbera Productions, darunter dann groß und in gelb der Name des Spiels und unten dann noch der Hinweis auf den Publisher Elite. Ja, da sind wir auch schon im Titelmenü. Scooby-Doo als Startuhr links und rechts. Ziemlich einfarbig, war viel gelb und rot. Scooby-Doo und seine Freunde hier im Bild in der Mitte von links nach rechts. Velma,
dann Scooby selbst, Shaggy, Daphne und Fred und darunter dann die Laufschrift. Ja, da können wir lesen, Feuer startet das Spiel und P für Practice, den Practice Mode, den zeige ich euch dann später. Jetzt will ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen und erzähle euch kurz noch was zum Plot des Spiels. Also wir spielen den Hund Scooby-Doo und müssen unsere vier Freunde aus einem Geisterschloss befreien. Dort werden sie von einem verrückten Wissenschaftler festgehalten, der allerhand finstere Kreaturen erschaffen hat, gegen die wir uns auf unserer Hilfeaktion zur Wehr setzen müssen. Ja, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, wir legen los. Feuer! Ja, wir spielen hier den Scooby-Doo. Naja, gut, ein gelber Hund. Na gut, habe ich auch noch nie gesehen. Und wir können links, rechts, wir können Feuer drücken, dann boxen wir. Jetzt habe ich schon ein paar Monster geboxt. Oh, und da kommen aus den Türen immer wieder Geister und Monster. Und man muss ein bisschen aufpassen, die kommen ziemlich schnell. Aber ich habe das alles unter Kontrolle. Man darf nicht vor den Türen stehen bleiben, denn ruckzuck, hier wie jetzt, geht die Tür auf und der nächste Gegner erscheint. So, da müssen wir ein bisschen, ja, guck, kaum habe ich es gesagt. Mann! Gut, und während ich mich hier schlagend nach vorne kämpfe oder nach rechts, ich gehe jetzt mal nicht die Treppen hoch. Hier, man kann hier die Treppen hochgehen. Ich bleibe jetzt erstmal auf der unteren Ebene. Na, du musst dich umdrehen und dann schlagen, Junge. Gucken wir uns mal eben den Status an. Status im unteren Drittel des Spiels. Ja, Scooby-Doo, ganz groß, der Name des Spiels. Wichtig, wichtig. Und links haben wir dann die Anzahl unserer ja noch vorhandenen Leben. Und wir fangen mit 6 Leben an, die man, ihr seht es hier, ziemlich schnell verbraucht. Und rechts unten haben wir dann die Punktzahl. Oh, also wir kriegen für alle Aktionen, die wir durchführen, ganz schnell umdrehen, Feuer, Feuer, Feuer. Naja, auf Dauer ein bisschen langweilig. Und da laufe ich wieder in den Gegner rein. Die Gegner, die respawnen einfach viel zu schnell. Das werde ich euch gleich noch ein paar Mal bestimmt sagen und euch darauf hinweisen. So, wir gehen jetzt mal in die nächste Etage. Und ich warte hier vor der Tür, weil ich ganz genau weiß, die Tür geht auf und ich wollte jetzt gerade boxen, aber da war ich zu, ja, spät. Ah, und richtig toll gemacht, eine Highscore-Liste, genauso wie ich es liebe. Joystick links und rechts. Oh, wir tragen uns mal ein mit A, B, C. Ihr seht, ich bin auf dem ersten Platz und D. So, okay. Und da sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, komm, ich bin angefixt, zumindest ein bisschen. Ich drücke Feuer, zweite Runde und jetzt mal ein bisschen besser aufpassen hier. Ja, und immer weg von den Türen, ne? Die Türen, ihr seht es hier, die gehen viel zu schnell auf und dann kommt wieder ein Geist raus. Und ganz schnell weg hier. Ich kann übrigens auch springen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Puh, und zwar, wenn ich den Joystick schräg nach oben mache, hier so. Das sieht aus, als würde ich da kickend dem Feind entgegenspringen. Dem ist aber nicht so. Sondern da kann ich später über Hindernisse rüber hüpfen. Das zeige ich euch dann noch. Und hier seht ihr diese grünen S- oder Dollar-Pakete. Das, oh, da bin ich in der Falltür runtergefallen. Und diese Dollar-Pakete, die geben uns jeweils ein neues Leben. Die braucht man in diesem Spiel. Ihr seht das ja, wie schnell hier so ein Leben vergeht. Auch wirklich dringend. Und zum anderen geben die natürlich auch Punkte und weisen uns den Weg zu unserem oder unseren entführten, ja, Kameraden. So, und jetzt wollte ich euch gerade zeigen, ja, Gott sei Dank fängt man nicht immer am Anfang an, wenn man ein Leben verliert, sondern genau da, wo man stehen geblieben ist, hier dieser Totenkopf, da komme ich nicht rüber. Da muss ich rüber springen. So, dafür sind die Sprünge da. Hier, zack, seht ihr? So, und jetzt habe ich gerade ein Leben verloren. Habe jetzt nur noch 2 Leben und sammle wieder eins ein. So, aber ich hatte euch gerade gesagt, immer den Leben folgen. Gut, das stimmt nicht ganz. Na, schon wieder ein Leben weg. Ey, das macht ja auf Dauer keinen Spaß. Aber, oh, hier, das war also eine Sackgasse. Naja, gut, okay, immerhin hat es uns ein Leben gegeben. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da an die Tür komme, dann geht die auf und da kommt ein Geist raus. Ach, das hätte man echt anders machen können. So. Ja, pfuh. Haben die mich
gekreist hier die Geister. So, ein Leben, wollte ich gerade sagen, habe ich noch. Nein, habe ich nicht. Jetzt trage ich mich auch hier wieder mit ein, mit AAA. Oh, 4050 Punkte. Und ja, eine Runde machen wir vielleicht noch. Ich erzähle euch ein, zwei Sachen. Also der alternative Verkaufstitel für dieses Spiel war übrigens Scooby-Doo in the Castle Mystery. Erzähle ich euch gleich noch was zu. Werden wir uns auch noch sehen. Ja, und einer der Gegner ist der seltene Ghoulfish, der in einem der weiteren Level vorkommt. Der kommt auch schon im Rollenspiel The Elder Scrolls vor. Hat aber vorher keinen Zusammenhang sonst weiter. War mir nur während meiner Recherchen aufgefallen. Ich meine, vielleicht habe ich ja einige von euch hier in der Community, die gerne Rollenspiele spielen. Aber jetzt bin ich hier gerade ganz schnell weg, bevor die Tür wieder aufgeht. Auch hier komme ich nicht weiter. Ihr seht, da ist eine Wand. Ich muss also weiter nach rechts, um hochzukommen. Denn man arbeitet sich in diesem Spiel. So, hier gab es jetzt ein zusätzliches Leben, das weiß ich. Da waren wir ja eben. Ach, schon wieder ein Leben weg. Ja, macht keinen Spaß, ne? Also das Spiel schon, aber ich laufe jetzt mal ein bisschen durch, wollte ich sagen. So, jetzt warten wir aber hier. Komm, ich weiß ganz genau, die Tür geht auf und Feuer, Feuer, Feuer. Bisschen schneller. Also man braucht hier wirklich jedes Leben. Ich weiß, die Tür geht auf und komm hier. Und jetzt muss ich aufpassen, die Tür geht gleich wieder auf. Ich gehe mal nach oben. Ah, heute, glaube ich, komme ich nicht so weit. Kann das sein? Ich darf mich niemals eintragen. Also das war eine schlechte Runde. Jetzt zeige ich euch mal den Praxis-Mode. Und zwar drücke ich P. Die Musik ist übrigens toll gemacht, finde ich. Von Mark Coxey. So, wenn ich auf P drücke, dann sehe ich jetzt schon, es gibt insgesamt 4 Level. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Es gibt einmal die Geister, also Level 1, die Ghosts. Das habt ihr ja gesehen, jede Menge Geister. Dann gibt es die Springs, also die Federn. Dann im 3 gibt es den Ghoulfish, da ist er. Und dann gibt es in 4 die Mad Monks, also die verrückten Affen. Und 5 komme ich wieder zurück in das normale Spiel. Und wir spielen mal oder drücken hier die 1. Ach, warum drücke ich denn die 1? Wir wollen... Ach komm, das erste Level brauche ich euch nicht zeigen. Das habe ich ja gemacht, ne? P drücke ich mal. Und ich drücke die 2. So, jetzt sind wir in Level 2. Da unten links seht ihr es übrigens auch. Level 2 PM für Practice Mode. Das heißt, ich bekomme... keine zusätzlichen Leben, beziehungsweise darf mich nachher auch nicht in die Highscore einladen und komme auch kein Schreiben Feuer und darf auch kein weiteres. So, das ist, da sind die Springs. Ein bisschen verrückt. Und ich kämpfe mich gleich mal nach oben durch und ich komme auch kein Level weiter. Und ach, gut, hier gibt es jetzt keine Türen, hier gibt es diese Durchreichen, ne, wie diese Essensluken. Und ja, da hätte ich springen müssen. Habe ich nicht gesehen. Da geht's eine Etage ab. Da war eine Falltür. Ja, und auch da respawnen die Gegner viel zu schnell. Ach, ja. Ja, jetzt wollte ich gerade springen. Man muss das nicht nur sagen, man muss es auch machen. Ist nicht so schön, ne? Also ihr seht, ich habe es eben schon mal gesagt, man braucht wirklich jedes Leben hier. Ja, und eine Sackgasse auch noch. Ganz schnell weg. Ich weiß ganz genau, ja, ihr kommt hier jetzt durch und schnell weg. Jetzt kommt wahrscheinlich hier einer. Ich habe richtig Schiss, dass die Dinger da rauskommen. Also wie in so einem Horrorspiel, ne? Dass man sich dann plötzlich erschreckt. Ja, genau, wenn ich vor dieser Durchreiche bin. Ja, wir sind erlöst worden. Das war Level 2. Das waren die Springs. Jetzt sage ich nochmal P für Practice und dann 3. Jetzt nehmen wir mal die Ghoulfische. Feuer. Auch das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Da sind sie. Die Ghoulfische, das sind übrigens die auf dem Cover abgebildeten Delfine, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, vom Level-Design bisschen weniger gelb. Ey, was ist da los? Ist er verrückt? Ganz schnell nach oben.
Also, der Gipfel wäre es ja jetzt noch, wenn die jetzt noch die Geister, ach, das sind übrigens auch wieder die Geister, die Etagen wechseln würden, hier so wie der Ghoulfisch. Also, dann wäre das ja echt nicht spielbar. Tun sie sogar. Ach, das habe ich nicht gewusst. Hier ist so ein Haufen, da kann ich rüber. Und hier ist auch eine Sackgasse. Komm, den... Ah, auch die Fische fallen durch die Fallluken. Ja gut, ich kann mich da jetzt hinstellen an so eine Tür und stundenlang boxen. Und am Ende komme ich dann, kriege ich dann ziemlich viele Punkte und bin das Punkte-Eichhörnchen, ne? Aber darum geht es ja in diesem Spiel überhaupt gar nicht. Nur jetzt lass mich doch auch mal vorbei. So. Ja, Spaß ist was anderes, ne? So, bevor ich euch jetzt das vierte Level zeige, erzähle ich euch was. Und zwar, Elite machte bereits im Herbst 1985, also ein Jahr bevor das Spiel auf den Markt kam, Werbung für dieses Spiel. Ich blende euch jetzt mal die Werbung ein, die damals in den Spielezeitschriften geschaltet wurde. Und ihr seht schon an den Screenshots, die da sind, so sieht das Spiel ja gar nicht aus. Und das erzähle ich euch jetzt. Ursprünglich war das Spiel nämlich wesentlich aufwendiger und komplexer gedacht. Also alle Charaktere sollten im Spiel mitspielen und das Ganze im Schloss von Shaggys Tante, in dem sie gemeinsam ein Rätsel lösen und dann eine vorgegebene Zeit dafür haben. Die einzelnen Level, die sollten dann durch animierte Zwischensequenzen voneinander getrennt sein, in dem sich die Figuren jeweils unterhalten. Also hört sich richtig super an. Das Ganze war dann geplant im Stile des Spiels Dragon's Lair. Also wer das kennt, das habe ich damals auch gerne gespielt. Ja, hier sieht man dann auch den alternativen Titel Scooby-Doo in the Mystery Castle, so wie ich es euch eben erzählt habe. Und großkotzig die Ankündigung The First Ever Computer Cartoon, also das erste Spiel, was ja am Computer umgesetzt wurde als Cartoon oder wird, naja. Und außerdem gibt es dann jede Menge Screenshots, ja. Und außerdem, auch ganz wichtig, später noch werde ich was dazu sagen, die 8 britischen Pfund hier, der günstige Preis für die Tape-Version, so wie hier abgebildet, kam das Spiel dann aber nie auf den Markt und wurde komplett in die Tonne geworfen. Ja, warum? Das erzähle ich euch auch noch ganz kurz. Das Spiel lief nämlich nicht und ließ sich so nicht auf dem ZX-Spektrum umsetzen, nämlich mangels Speicher. Und daher wurde Gargoyle Games damit beauftragt, eine einfache Version des Spiels umzusetzen. Und das ist jetzt genau diese hier. Und durch die beschriebene Verzögerung kam das Spiel wesentlich später auf den Markt. Die Entwicklung dauerte etwas über ein Jahr. So, und jetzt drücke ich P. Und kurz dazu noch, das Sinclair User Magazin, das verspottete die Situation, indem es daraufhin einen Scooby Award vergab für Spiele, die sich stark verzögerten. Ja, es ist immer so eine Sache. So, jetzt drücke ich mal auf Level 4, die Mad Monks. Zeige ich euch das auch noch. So, Feuer. Unten links können wir wieder erkennen, da sind die Mad Monks. Ja gut, sind jetzt nicht wirklich Affen, ne? Aber... So, zumindest verrückt aussehende Typen, die der verrückte Professor erschaffen hat, dem dieses Schloss gehört. So, und ganz schnell hier weg. Jetzt möchte ich mich doch echt mal ein bisschen höher durchkämpfen. Also ihr seht, die Etagen sehen alle ähnlich aus. Und... jede Menge Geister. Jetzt kommt wahrscheinlich hier wieder jemand durch. Ah. Jungs, was ist es nervig. Aber ich habe... Hey, cool. Ich habe diesen Soundtrack hier die ganze Zeit im Ohr. Din, 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 din. Din, din, din. Din, 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 din. So, und hier springe ich über das Loch. Bin ich auch mal über so ein Loch gesprungen. Jetzt kommen die alle noch hier hin. Ich bin gleich ganz oben. Also man muss in Level 1 startet man unten und dann muss man sich hochkämpfen. So. Muss ich denn auch wirklich hier runter? Komm, ein Leben habe ich noch.
So, jetzt bin ich hier durchgefallen. Das ist, gehört also zum Spiel dazu. Und ich weiß ganz genau, da kommen noch jetzt welche. Ich drücke jetzt mal Dauerfeuer. Und kämpfe mich durch. Ey, das sieht ja schon fast aus. Jetzt kein Gegner, bitte. Ah, als wäre ich kurz vorm Ende. Komm, ein Level noch. Ein Leben noch, bitte. Ey, da war ich doch fast durch. Da war ich doch nur fast durch das Level. Mensch. Ja, was kann ich euch noch erzählen? 5 Jahre später, nämlich 1991, da gab es auf dem C64 einen weiteren Versuch, den Comic als Videospiel, also Scooby-Doo, umzusetzen. Der Name des Games dort dann Scooby-Doo and Scrappy-Doo. Also ein richtig toller, bunter Plattformer. Allerdings dann nicht mehr von Elite. Ja, zeige ich euch jetzt noch eine Runde oder habe ich keine Lust mehr? Ich sage jetzt mal, komm, wir bleiben mal in dem vierten Level und drücken Feuer, Practice Mode. Denn ich möchte doch echt mal oben hoch. Jetzt, wo ich weiß, wo es lang geht. Und wenn ich mich ein bisschen bemühe, dann schaffe ich das auch bestimmt. Ich musste hier einmal hoch. Also es geht immer so zickzack. Ja, jetzt kommt der von oben. Komm. So, weiter nach rechts. Auch rechts. Hier nochmal rechts. Runter. Ne, so war das doch. Nochmal runter. Ja, jetzt habe ich einen Flow hier. Hoch, Feuer, Feuer, Feuer. Schnell gucken, Feuer, Feuer, Feuer. Da fallen die hier durch das Loch. Ich springe hier über das Loch, Feuer, Feuer, Feuer. Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt den Dreh raus. Ja. Die haben allerdings auch den Dreh raus. Ja, so wird das nichts. Komm. Also ihr seht, hier kann man jetzt auch keine zusätzlichen Leben finden, hatte ich ja gesagt. Das geht in dem Praxis-Mode nicht. Boah, ganz schön schwer. Ja, 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 ich wusste, dass ihr alle kommt. Komm, jetzt. Also Ingame-Musik gibt's nicht. Ach, guck mal, gerade noch gesagt, es gibt keine Leben. Jetzt gibt es doch welche. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Und dann gibt es auch gleich so viele. Und da seht ihr... Hey, ich habe ein Level geschafft, ein Leben. Was rede ich denn da? Ein Level geschafft. Das war die Figur, die ich hätte befreien müssen. Und dann kommt man normalerweise hier in diesen Bildschirm zurück und bekommt so ein Congratulations, du hast Wilma befreit. Als Beispiel jetzt, ne? Oder den Fred. Gut, ich glaube, um euch das Spiel zu zeigen, hat's gereicht. Es ist ja ziemlich eintönig. Ich stelle den Joystick mal weg und erzähle euch noch ein paar Sachen. Insgesamt, ihr konntet das eben sehen, als ich den Praxis-Mode ausgewählt habe. Es gibt insgesamt 4 Level. Also, ich muss meine 4 Freunde, die hier auf dem Bild abgebildet sind, befreien. Den Shaggy, den Fred, die Daphne und die Velma. Und hat man dann alle Level geschafft, so fängt das Spiel dann, Achtung, haltet euch die Ohren zu, wieder von vorne an, wenn ihr das Spiel noch selber mal spielen wollt. Ja, und zwar ohne großen Congratulations-Bildschirm. Es geht einfach wieder in Level 1 los und es ist nicht mal schwerer als zuvor. Es ist genau das gleiche Spiel. Na, langweilig. Gut. Was ich euch noch zeigen kann, ist eine weitere Werbung. Und zwar eine Werbung, wie das Spiel dann auf den Markt kam. Also wirklich das... die Werbung zu diesem Spiel hier, das ich euch gerade zeige. Ja, so wie es halt schließlich umgesetzt wurde. Groß wird angekündigt, hier, dass es endlich da ist. Das Cover des Spiels ist riesig abgebildet und nach Monaten der Entwicklung ist es endlich hier, steht da. Ich habe jetzt mal für euch übersetzt. Außerdem sehen wir dann oben rechts noch die Preise und es fällt sofort auf, ich hatte das ja schon angedeutet, dass das Spiel ganze 2 britische Pfund teurer ist. Also das war damals ein ganz kleiner Skandal, sage ich in meinem Resümee auch gleich noch was zu, denn das sind in Deutschland ja immerhin damals etwa 8 Mark mehr gewesen und das war viel Geld. Für einige Heimcomputer ist das Spiel auch erschienen, unter anderem den Amstrad CPC, den Commodore 16 und Plus 4 und den ZX Spectrum. Ja, nur dem haben wir das zu verdanken, dass das Spiel halt ja so
simpel geworden ist, wie ihr es hier seht. Und natürlich auch für den Commodore 64 ist es erschienen, sonst könnte ich euch das hier nicht zeigen. Die Spielezeitschriften von damals, die waren aufgrund der vorherigen Ankündigungen auf ein tolles Game sehr enttäuscht und waren überhaupt gar nicht damit einverstanden, was Elite dann am Ende geliefert hat. Die Grafik und vor allen Dingen die Schwierigkeit wurden bemängelt. Und auch war es viel zu teuer für das Game und sogar teurer, jetzt kommt's, als vorher angekündigt. Ihr hattet ja gesehen, 2 britische Pfund und in Deutschland etwa einen Zehner teurer. Also das war so nicht ausgemacht, haben da viele gesagt. Und ja, das habe ich euch ja eben in der Werbung gezeigt mit dem Preis. Die ZEP64, das ist ja so meine Referenzzeitung, die ich sehr gerne damals gelesen habe und auch heute immer noch gerne lese. Die gibt es ja wieder. Ausgabe Februar 1987, die vergab nur 42 von 100 Punkten. Aber das ist schon relativ wenig, also die haben ihrer Enttäuschung freien Lauf gelassen. Kommen wir zu meiner Beziehung zum Spiel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es ausgiebig gespielt haben. Dafür war es mir dann einfach nicht bunt genug und auch viel zu schwierig. Scooby-Doo, das ist eher im englischsprachigen Raum ein Begriff. Wie eben schon erwähnt, gehöre ich da eher zur Fraktion Fred Feuerstein, den es ja auch im deutschen Fernsehen zu sehen gab und was ich damals gerne geguckt habe. Meine Bewertung, ja, schön gepixelter Loading-Screen, der gefällt mir richtig gut. Meiner Meinung nach sogar das Beste am ganzen Spiel. Der Praxis-Mode finde ich auch toll, damit man alle Level mal sehen und spielen kann und vor allen Dingen auch ein bisschen üben kann, dafür ist das ja da. Und ihr habt es gesehen, eine Highscore-Liste am Ende, ich durfte mich sogar 2-mal eintragen. Das mag ich immer ganz besonders. Was mir dagegen gar nicht so gut gefällt, ja, nette Idee, aber lieblos umgesetzt, wahrscheinlich auch wieder unter Druck, weil es musste ja fertig werden, es war ja schon angekündigt und dann wurde das alle nichts und Elite hat dann wahrscheinlich Druck gemacht, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits, aber lieblos umgesetzt, das ja, kann man schon sagen, ne? Man hätte mehr machen können, denke ich. Und ein wenig farbenfroher hätte das Game dann auch sein können, aber die Gegner, die kommen viel zu schnell und zu oft wieder, ihr habt es ja gesehen, also die respawnen sofort, wenn die weg sind und man rennt dauernd hinein und viel zu schwierig, viel zu viele Gegner, aber das macht keinen Spaß. Und außerdem gibt es kein richtiges Ende, sondern ein einfaches Starten im ersten Level, habe ich euch ja gesagt eben. Ach Mann, langweilig, gut. Mein Wiederholungsfaktor. Nicht bunt genug und viel zu schwer. Da gibt es viele andere Spiele mit Comic-Vorlage, die ich wesentlich lieber mag als dieses hier. Und das Spiel, das wandert jetzt erstmal hier hinten zurück in mein Regal. Und wenn ich dann alles, was ich eben erzählt habe, wieder etwas verdrängt habe, dann hole ich es wieder hervor und lege es mal wieder in die Datasette. Und getreu meinem Motto, eine schnelle Runde geht immer. Ja, und damit sage ich, gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch all die Recherchen, die ich euch zum Spiel rausgesucht habe, und ich schalte mal wieder auf Normal Mode und spiele noch eine Runde, gebt mir noch einen Daumen hoch dafür gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, wie gesagt, mit all den Recherchen, die ich euch herausgesucht habe. Und lasst mir auch gerne mal einen Kommentar da zum Spiel. Ihr wisst, lese ich ganz besonders gerne und ihr antworte euch auf jeden Fall. Kennt ihr dieses Spiel? Habt ihr das auch gespielt? Und was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr es ja sogar auf einem anderen System gespielt. Lasst es mal hören. Und ja, wer dann noch kein kostenloses abgeschlossen hat, also kein kostenloses Abo, der kann das gerne tun. Darüber freue ich mich auch ganz besonders, denn je mehr Zuschauer es gibt, desto mehr Kommentare und desto mehr macht das Ganze dann auch Freude, sich mit der Community auszutauschen. Ja, und last but not least, könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren, die ganz Verrückten unter euch, ihr wisst, wie ich es meine, die haben das und dann verpasst ihr auch garantiert kein Video mehr. Ja, und damit sage ich tschüss, macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten C64-Spielzeit, euer Andira. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir im normalen Spiel auch mal etwas weiterkommen und die Freunde befreien.